Das Ganze hat eine Größe von 2,5 Kilometer. Hier sehen Sie die, hier sehen Sie die Anlage, als sie fertiggestellt worden ist, hat sie also eine Kasematten-Länge von 2,5 Kilometer gehabt. Wurde auch nochmal verstärkt, und hier sehen Sie nochmal eingeteilt. Ne? Ab 1662 rückten die Türken wieder auf Wien vor. Da gab es so eine Türken. Micha? Blau blinkt. Jetzt blinkt blau. Ja, jetzt blinkt sie nämlich auf. Heute teste ich das Ding noch. Und oben hast du einen roten Punkt und da läuft eine Zeit. Ja, perfekt. Okay? Super, jetzt nimmt's auf. Dann sollte es funktionieren. Ja. Jetzt funktioniert es. Ich darf nicht mehr im Kopf nicht machen. Heißt die aus Bord oder kann man nicht mal schön das Bild hier runter machen? Das ist nicht alles sehr eng hier. Geht's tief darunter? Ja. Lohnt sich. Lohnt sich? Ja, warte mal, wir können ja mal. Siehst du? Okay. Oh, gut, das ist ja eine schöne Unzeichnung mit den Stufen hier. Drei Scharfenkammern nebeneinander für drei Geschütze. Darüber gab es
gleiche Gewölbeanordnung wieder für frei geschützt. Dann kam dann wieder bei frei geschützt und Oberwall 4 geschützt. Mit so viel hätte man also in eine Richtung von Norden nach Süden fliegen können. Klein ist natürlich nach Norden, was also viele gleich angewiesen. Aber nur die Rind, weil sie den Schützen gab es natürlich nie im Zeughaus. Die Angreifer haben ja auch nur den Schießkarten gesehen. Hier gibt es einen Brunnen, wissen Sie mal, wie tief das ist, wenn wir mal warte, ich will mal stoppen, wie lange noch nicht erfällt. Ja. So, wollen Sie es wissen jetzt, ja? Ja. So, wir bleiben bei 7 Meter, so tief ist der Brunnen, so hoch ist das Ding. Und das ist ein Aufzugsdach. Das darf genau zu dem Zweck genutzt worden, zu dem er gebaut wurde. Da muss nämlich der Eimer übergestochen werden, um den Schutz aufzubringen von einem Leerung in jüngster Vergangenheit. Ursprünglich hängt das zusammen mit dem Kontermeter. Der geht 4 Meter runter, geht noch ein Stück vor, dann ist ein Schacht nochmal 7 Meter tief. Und da ist dann eine Türrichtung unter den Graben vorhanden. Und da konnte die Kontermine vorgetrieben werden. Wenn Sie gehört haben, die treiben von draußen eine Mine vor, unter den Graben, können Sie von hier aus gut vorbereiten, die Kontermine vortreiben. Unter oder neben die entgegenkommende, der Zug musste raus, Aufzugsschächte, ganz schnell oder so. Sprengladung, also Schwarzführer rein, Zug wieder runter nach hinten verstemmen, damit es nicht nach hinten losgehen, wer zuerst gesprengt hat, gewonnen. Ja? Deswegen überall Aufzugsschächte, in dem Gang gibt es 3 Kontermin-Schächte. In der ganzen Feste sagt mehr als 70. Alles schon vorbereitet. Die tiefste Tiefe, die wir hier erreicht haben, nicht ganz bis runter, liegt 28 Meter unter dem Bodenstoff. Ja, das nervt mich nicht an der Lampe. Du kannst das schon wollen, vielleicht auch. Die Osten können vorangehen. Vorsicht, vorne ist das sogenannte Mannloch. Das heißt, da passen auch Frauen durch, aber nur ein Feld. Das ist nur 1,15 Meter hoch. Das ist jetzt so lange, die kritische Stelle, Micha. Ganz durch ist, ja? Nicht gleich hochgehen, oder bis der Körper tot ist, noch besser. Ja, dann gehe ich doch, dann würde ich doch verrichten, der Körper von hinten stoppt. Da gibt es die Beute. Schön runter, unten bleiben, sonst gibt es die Säule. Trotz Helm. Da ist meistens hinter dem Helm runter. Das nehmen wir mal vorne weg. Also stecken bleiben gibt es jetzt nicht. Der dickste ist vor dir.
Ich habe im Sommer nichts durch Forsch, also es kann sich keine Ausreden mehr haben. Wo ich drauf war. Ich bin da. 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 Ich bin da.